im zweiten Teil der dritten Veranstaltung zum Thema Mensch-Maschine-Kommunikation hier an der Hochschule für Technik, die sich beschäftigt mit entsprechenden Interaktionsformen und Dialogarten, werde ich Ihnen nun die Dialogarten näher bringen. Es gibt unterschiedliche Dialogarten, die sich natürlich auch daran orientieren, dass wir verschiedene Eingabegeräte haben, die wir benutzen heutzutage, dass es unterschiedliche Eigenschaften der Ausgabegeräte gibt und es gibt unterschiedliche Dialogstile. Die historische Entwicklung geht hier vom Kommandodialog. Sie haben eben auch schon gesehen, funktionsorientierte Interaktion im ersten Teil dieser dritten Sitzung. Der ermöglicht also direkt Kommandos einzugeben über den Menüdialog hin zu einem Dialog mit Masken und Formularen und dann zu Dialogen mit Fenstersystemen und direkter Manipulation. Schauen wir uns den Kommandodialog als erstes etwas genauer an. Letztlich geben Sie Zeichenfolgen über die Tastatur ein. Heutzutage natürlich auch möglich, über Spracheingabe oder über Gesten diese Zeichenfolgen zu generieren. Das wissen Sie, das kennen Sie wahrscheinlich auch von Ihren Mobilgeräten. Und typischerweise haben Sie eben diese funktionsorientierte Interaktion, Kommandoname bzw. Operation, dann gegebenenfalls Parameter oder Optionen. Und Sie müssen eben tatsächlich sich erinnern, wie dieses Kommando hieß. Als Benutzer agieren Sie hier immer unmittelbar und das System wird nur auf Ihr jeweils nächstes Kommando reagieren. Ja, Sie können dann auch Kommandos verketten über Pipes oder Ähnliches, aber das System reagiert immer auf Ihr nächstes Kommando. Im Menüdialog, da können Sie schon über eine Tastatur oder ein Zeigegerät auswählen und bekommen über das Menü eben eine Liste von Menüoptionen gezeigt. Da ist der Vorteil, dass Sie sich eben nicht mehr erinnern müssen, sondern Sie nehmen diese Optionen wahr, Sie sehen die und Sie können dann sortieren, welche passt hier für mich oder welche könnte denn sich hier als sinnvoll erweisen. Das Ganze ist entstanden ursprünglich als Auswahlhilfe für Kommandos. Vielleicht kennen Sie das auf Linux-Seite, gibt es heutzutage noch viele, viele Werkzeuge, die einfach nur ein grafischer Aufsatz auf ein anderes Werkzeug sind, das eigentlich an der Kommandozeile läuft. Und im Grunde genommen konfigurieren Sie über eine grafische Oberfläche, beispielsweise bei CD-Programmen oder CD-Brennprogrammen oder Ähnlichem, konfigurieren Sie über eine grafische Oberfläche, welches Kommando mit welchen Parametern nachher auf der Kommandozeile abgesetzt wird unter der Haube. Und die Oberfläche zeigt Ihnen dann eben die Rückmeldung dieses Kommandos an. Normalerweise können Sie über die Menüs Aktionen auslösen oder Eigenschaften setzen. Es gibt nur noch unterschiedliche Menüs, das haben Sie eben auch schon gesehen. Es gibt statische Menüs, nun dieses Hauptmenü steht oben fest, eben in dem Screenshot zu sehen. Dann gibt es Pull-Down- oder Drop-Down-Menüs, das sind zwei Bezeichnungen für dasselbe. Einfach oder wie Sie eben gesehen haben, auch nochmal mit Untermenüs, also kaskadierend. Sie haben in dem vorigen Beispiel zu den Interaktionsstilen auch schon gesehen, dass Sie Pop-up-Menüs haben können, im Grunde die Kontextmenüs und dass auch dort natürlich wieder möglich ist, mehrere Ebenen zu haben, also kaskadierende Pop-up-Menüs. Letztlich können Sie auch Auswahllisten, Klapplisten oder Ähnliches als Menüs betrachten, je nach Ansicht. Ein Masken- oder Formulardialog, da sehen Sie, dass es den auch schon sehr, sehr lange gibt. Der teilt eben einen Bildschirm, ursprünglich mal im Textmodus, einen Bildschirm auf in verschiedene Bereiche, die ich mir mal versucht habe, farblich herauszuarbeiten in dieser Darstellung einer älteren Terminal-Applikation. Sie haben einmal eben diesen Kennzeichnungsbereich, der Ihnen kennzeichnet, wo befinden Sie sich eigentlich. Dann haben Sie den eigentlichen Arbeitsbereich, in dem Sie Ihre Eingaben tätigen können, Daten speichern können und Ähnliches. Dann haben Sie den Steuerungsbereich, der die eigentlichen Funktionen aufruft. Da sehen Sie hier, dass man Ihnen dort auch als Schutz gegen das Vergessen sozusagen nochmal ein statisches Menü anbietet, wo eben diese Funktionstasten damals je nach Umgebung eben PF statt F, PF1, PF7 und so weiter anbietet. Da gab es dann Tastaturen mit bis zu 32 Funktionstasten separat, damit Sie eben über einen einzigen Tastendruck die Funktion anwählen konnten und das Ganze hinreichend effizient läuft.
Interessanterweise sind erfahrene Nutzer mit reiner Tastaturnutzung meistens deutlich effizienter als Menschen, die gemischt Tastatur und Maus nutzen. Nicht nur in solchen Eingabeumgebungen wie hier, sondern auch in webformularbasierten Umgebungen und aktuellen Systemen, wenn bei denen die Eingabereihenfolge passend gestaltet ist, man also diese Nutzer berücksichtigt hat. Wie Sie Nutzer berücksichtigen, das lernen Sie ja im Folgenden noch, wenn wir uns erstmal mit den Grundlagen von Usability Engineering beschäftigen und im Anschluss auch ein praktisches Beispielvorgehen durchexerzieren. Letztlich sehen Sie, dass Sie permanent den Zustand im Blick haben, was natürlich ein großer Vorteil ist. Und Sie sehen auch, dass das Ganze aber mit diesen gestrichelten Abschnitten schon etwas an Fenstersysteme erinnert. Allerdings haben Sie hier, ähnlich wie auf Mobilgeräten, in der Regel ein einziges bildschirmfüllendes Fenster. Das Ganze verfeinerte sich dann später und Sie kamen zu Dialogen mit Fenstersystemen. Abgegrenzte rechteckige Bereiche des Bildschirms, das gab es auch im Textmodus. Man denke an den legendären Norton Commander oder Total Commander oder ähnliches, die eben in diesen DOS-Fenstern mehrere durch diese Textmoduslinien abgetrennten rechteckigen Bereiche präsentieren. Und diese mehrere Bereiche, die können Sie nutzen, um Objekte einer Anwendung darzustellen oder zu manipulieren. Die Fenster sind letztlich nichts weiter als eine Sicht. Sie können also auch unterschiedliche Fenster nebeneinander haben, die Ihnen unterschiedliche Sichten zeigen und dienen für Sie auch als Interaktionsbereich. Nur innerhalb dieses Fensters wird die Anwendung oder dieser Fenster, die Sie öffnet, wird die Anwendung Ihre Interaktionen entgegennehmen. Dadurch, dass die Fenster sich gegenseitig überdecken können, haben Sie sozusagen eine zweieinhalbdimensionale Darstellung. Also es gibt in der Tiefe nur Ebenen und kein Kontinuum. Sie können zwischen den Fenstern bequem wechseln und Sie können in den Fenstern alles machen, was Sie aus den bisherigen Interaktionsstilen kennen. Können also Kommandos nutzen, Menüs nutzen, Dinge direkt manipulieren oder Formulare bearbeiten. Als Beispiel sehen Sie hier eine kleine Anwendung, die jetzt typisch Java gestaltet und damit plattformübergreifend ist. Trotzdem ist die Darstellung noch leicht systemabhängig und Sie sehen dann hier, dass Sie den Hauptarbeitsbereich in der Mitte haben. Außen herum finden Sie den Rahmen und Ihre Titelleiste beinhaltet typischerweise den Namen der Anwendung und gegebenenfalls auch eines Dokuments. Darunter finden Sie dann typischerweise das Anwendungsmenü, beziehungsweise daneben am linken Ende bei Windows meistens. Es gibt auch Systeme, wo am linken Ende die Schaltflächen 5, 6, 7, also Minimieren, Vollbild und Schließen sich befinden, die Sie zur Fenstergrößensteuerung verwenden können. Und Sie haben dann letztlich unterhalb dieser Titelleiste meistens die Menüleiste. Das gab es bei macOS zum Beispiel auch schon anders, dass das Menü einfach immer ganz oben sitzt, auch wenn Sie das Programm nur im Fenster zeigen. Da gibt es also durchaus unterschiedliche Stile, wie man etwas präsentiert. Die Bildlaufleisten, die Sie hier sehen, die gibt es sowohl horizontal als auch vertikal, oft eingeblendet nur nach Bedarf. Und ganz unten finden Sie meistens eine Statuszeile. Da sehen Sie dann, das erinnert auch ein bisschen an die Masken von vorher, wo Sie diesen Meldebereich meistens auch unten hatten. Das war also wieder ein Aufgriff einer Metapher sozusagen, beziehungsweise eine Nutzung der Erfahrung, die Menschen hatten, die jahrelang mit diesen Textmodus-Bildschirmmasken gearbeitet haben, dass die sich nicht umorientieren müssen und finden die Meldungen wieder unten. Und entsprechend hat man eben auch zum Beispiel diese F-Tasten übernommen für bestimmte Funktionen, also F1 für Hilfe und ähnliches. Sie merken, dass das langsam unpopulärer wird, weil heutzutage die Systeme meistens irgendwelche Sonderfunktionen auf diesen F-Tasten haben. Man muss extra umschalten, wenn man F-Tastenbedienung auslösen will. Das wiederum liegt, um nochmal auf den Menschen zurückzugehen, daran, dass der Mensch oft sich diese F-Tasten auch nicht mehr merken will, weil man ja den Komfort hat, aus dem Kontext heraus jeweils schauen zu können, was steckt im Menü und es sich eben auch gar nicht merken zu müssen. Bei Dialogen mit Fenstersystemen sehen wir noch mehrere verschiedene Modi. Die Fenster können eben auf jeden Fall überlappen, aber frei wechselbar sein oder nicht frei wechselbar sein, beziehungsweise die Dialoge. Oben habe ich Ihnen ein Beispiel für einen systemmodalen Dialog mitgebracht. Da können Sie überhaupt nicht draus wechseln. Windows-Nutzer werden das kennen, das ist diese User Account Control und die verlangt von Ihnen im Moment entweder
fährst du hier fort mit genau dieser Eingabe oder du brichst es komplett ab. Das soll eben ein Sicherheitsfeature sein, dass nicht aus Versehen Software bei Ihnen auf dem Rechner installiert werden kann, ohne dass Sie es mitbekommen, weil sich das Ganze eben so in den Vordergrund drängelt und Sie dann auch nicht ausweichen können. Dann gibt es Anwendungsmodalfenster. Hier sehen Sie, dass in meiner Präsentationssoftware ein Dialog gestartet ist, wo Sie bestimmte Dinge wie Sprache oder Ähnliches konfigurieren können. Und Sie können diese Anwendung nicht weiter benutzen, bis dass Sie diesen Dialog schließen, der hier gelb umrandet ist. Gleichzeitig sehen Sie im Bild einen nicht-modalen Dialog, der hier am Rand klebt. Und dass der nicht-modale ist, sehen Sie daran, dass eben der gelbe Dialog im Vordergrund ja gleichzeitig offen sein kann. Also Sie konnten einfach einen weiteren Dialog in der Anwendung starten und beliebig in dieser Anwendung weiterarbeiten. Okay, das ist beliebig, das können Sie nicht erkennen, aber mindestens Anwendungssemimodal, also ein eingeschränkter Wechsel in der Anwendung, müsste hier möglich sein. Es ist aber tatsächlich beliebig. Es gibt als letztes noch Hierarchiemodal, das sieht man nicht ganz so häufig, dass Sie also nur in Fenster, die dem übergeordnet sind. Hier würde man also als übergeordnetes Fenster dieses gelb eingekreisten Dialogs würde man das Fenster der Präsentationsanwendung betrachten, dass man also in solche Fenster nicht wechseln kann. Direkte Manipulation ist jetzt sozusagen die nächste Stufe, die wir noch betrachten wollen. Als Benutzer haben Sie den Eindruck, direkt mit Objekten auf dem Bildschirm zu interagieren. Kennzeichen ist hier, Sie sehen alle relevanten Objekte oder Aktionen. Das gelingt natürlich nur bei eingeschränkter Komplexität bzw. Bedienelementeanzahl. Und Sie können physisch direkt handeln. Naja, so physisch, wie das in einem virtuellen Rechner der Fall sein kann. Sie bekommen schnelle, inkrementelle, reversible Operationen mit sofort sichtbarem Effekt. Und oft nutzt man auch dafür Metaphern. Ich habe Ihnen als Beispiel für diese Metaphern hier mal Sequencer eingeklinkt zur Musikproduktion. Und Sie sehen oben eben eine Sequencer-Software, sowohl mit diesen Tastenfeldern als auch mit den Drehreglern zur Steuerung. Und drunter habe ich Ihnen ein Bild zum Vergleich eines Hardware-Sequencers eingebracht, wo Sie sehen, der Aufbau ist exakt analog und so wie ich bei meinem physisch vorhandenen Sequencer Tasten drücken würde oder ähnliches, genauso kann ich das auf der Software tun. Und ich habe den Eindruck, ich interagiere mit einem physischen Gerät. Ein Videorekorder könnte man auch als Beispiel nennen. Alles, wo man eine Hardware versucht direkt abzubilden, fällt da unmittelbar rein. In virtuellen Umgebungen können das natürlich auch Räume sein oder andere Gegenstände, die man abgebildet hat. Und Sie kennen es ansonsten natürlich vom Schreibtisch, von Ihrer Arbeitsumgebung, die mithilfe der Desktop-Metapher übernommen wurde. Was können Sie typischerweise mit solchen Objekten? Sie können selektieren, sprich anklicken oder Rahmen ziehen, um eine Gruppe auszuwählen oder gegebenenfalls mit Zusatztasten, Steuerung, Klick noch ein weiteres Element anwählen oder ähnliches. Sie können diese Elemente bewegen, zum Beispiel durch Drag and Drop, wie es Englisch heißt, ziehen und loslassen. Sie können durch Doppelklick etwas aktivieren, oder langen Touch auf Bildschirm oder ähnliches. Und Sie können natürlich auch löschen. Das kennen Sie als Drag and Drop auf einen Papierkorb zum Beispiel. Und dann natürlich klassische Operationen wie erzeugen, kopieren oder irgendwohin verschieben oder eben auch drucken. Aktuell finden Sie auch sehr viel Spracheingabe, die ich dann doch nicht ganz unberücksichtigt lassen möchte, auch wenn wir uns im Folgenden eher mit grafischer Ausgabe und Eingabe beschäftigen werden, weil Spracheingabe ein gewisses eingeschränktes Anwendungsfeld hat und wie gesagt ja bei uns der Gehörsinn auch nicht so stark genutzt wird als Mensch wie jetzt der Gesichtssinn. Was muss man beim Entwurf eines Sprachdialogs beachten? Man muss beachten eben, dass diese kognitive Kompetenz geringer ist, weil unser Gehörsinn letztlich im Gehirn mehr Verarbeitung erfordert und man sich mehr merken muss. Man bekommt ja keine optischen Erinnerungen mehr, anders als jetzt bei einer Bildschirmoberfläche, wo die Optionen sichtbar sind. Also muss man die Optionen limitieren. Gleichzeitig ist es sinnvoll, den Kontext wieder aufzunehmen, um eben diese Merkleistung, diese Gedächtnisleistung zu reduzieren, die man vom Nutzer verlangt. Also beispielsweise vergangene Äußerungen wieder aufnehmen. Anfrage an den Assistenten, Assistentenname XY.
Kauf eine Eintrittskarte für die Vorstellung morgen. Und dann wäre eben genau die Rückfrage, für welche Vorstellung morgen möchtest du denn eine Eintrittskarte kaufen? Und dann muss man eben weiter präzisieren, zum Beispiel über die Uhrzeit oder ähnliches. Und dadurch ist aber der Kontext sofort klar und es ist auch klar, was das System bis hierhin verstanden hat. Verständnisprobleme mögen in den nächsten Jahren allerdings schwinden. Dennoch hilft es den Nutzenden, hier den Kontext noch zu wissen und sich Dinge nicht merken zu müssen. Wenn Sie zögern, ist es auch geschickt, dass solche Systeme Handlungsmöglichkeiten nochmal ausgeben. Zum Beispiel auch erstmal eine Nachfrage stellen: Möchtest du jetzt doch keine Eintrittskarte für morgen kaufen? Oder auf Nachfrage nutzen: Doch, was kann ich denn jetzt alles tun? Ich kann zu der Vorstellung erstmal Spielzeiten ausgeben, Karte reservieren und so weiter. Und damit gibt Ihnen das System eben genau im Grunde wie, wenn Sie ein Menü aufklappen, bekannt, welche Optionen Sie eigentlich gerade haben und merkt sich den Kontext. Auf die Art und Weise kann auch Sprachinteraktion heute gut gelingen. Zusammengefasst, funktionale und objektorientierte Interaktionen besitzen gleiche Mächtigkeit. Sie können auf beiden Wegen dasselbe erreichen. Und haben aber unterschiedliche Eignungen für verschiedene Anwendungsfälle. Für Endnutzende ist oft eben objektorientiert und grafisch einfacher. Auf der anderen Seite funktional bleibt gerade im Automatisierungs- und professionellen Backend-Bereich absolut State of the Art. Dialoge entwickeln sich zunehmend zur Unterstützung Nutzender mit geringerer Vorkenntnis. Das brauchen sie, denn es ist ja heutzutage so, dass Sie einen immer breiteren Nutzerkreis ansprechen müssen, wie in der Einführungsvorlesung schon erwähnt, und dass die zunehmend geringere Vorkenntnis mitbringen und Sie gleichzeitig aber meistens immer mehr Funktionalität unterbringen müssen, also Ihre Mächtigkeit immer größer wird. Und dafür haben Sie eben verschiedene Dialogstile zur Verfügung. Dieser Teil stützt sich auch wieder wesentlich auf Inhalte aus dem Buch Mensch-Computer-Interaktion des Kollegen Professor Heinicke, das ich Ihnen nur wärmstens ans Herz legen kann, wenn Sie weitergehende Informationen wünschen. Es ist dennoch sehr kompakt dargestellt und Sie bekommen tiefergehendes auf einen Blick und mit relativ wenig Zeitaufwand. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen weiter viel Erfolg.